So, Halli, oh scheiße. Halli, Hallöchen, Hänsepeter hier. Gestresster Hänsepeter hier. Willkommen zurück zu Let's Play. The Witcher 3. Das sind Rehe. Ich hab's gerade irgendwie für Wachen gehalten. Ja, rennt, genau, rennt in die Richtung von Mixer, was auch immer. Opfer dich. Wir suchen noch 5 Fragezeichenstellen ab, wovon 3 auf einem Dings liegen. Und wir hoffen, dass die Gegner hier unseren Levelanforderungen entsprechen. Ja, Level 9. Buh. Hey ho. Ich feiere diese andere. Diese. Wow. Alter, Brandpfeile, bist du verrückt? Nein. Hier, guck mal, Brand kann ich auch. Scheiße, geh mal näher ans Fass. Okay, kann ich nichts mit Brand. Ja, komm schon. Komm, komm. Oh, mir gefällt's auch. Oh, das gefällt mir nicht. Friss Feuer. Ich will zudem da hinten jumpen. Lass ihn nicht zu Atem kommen. Ich spring die ganze verdammte Zeit. So, aufs Maul. Ja, komm. Ja, verliere dein Schild. Sehr schön. Oh, ohne Schild bist du nicht. Bist nur Anführer, weil du ein Schild hast. So, ich will mal kurz beim Charakter gucken. Regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Ich habe gerade rohes Fleisch gegessen und irgendwie regeneriert es keine Vitalität. Und warum bist du rot markiert? Keine Ahnung. Das sagen die uns nicht. Komm, fall runter. Mach plopp. Honigwaben, nochmal was Rotes. Ah, Notizen eines Plünderers. Letzte Woche haben wir drei diesen Reisenden erwischt. Er sah aus wie einer dieser feigen Drecksäcke, die sich schon bei deinem ersten Anblick in die Hose machen. Aber der Eindruck hatte uns getäuscht. Der Bastard fuchtelte auf einmal mit einem Schwert herum, schlug mir ein Ohr ab und schlitzte Olafs Arsch auf. Der hatte jetzt eine neue Ritze, nur dass sie quer verläuft. Dann zog er voll Kreuzarsch. Ihm war mit dem Heft eins über die Birne. Der arme Kerl ist immer nicht ganz bei Sinn. Am Ende haben wir ihn natürlich erledigt. Niemand hat eine Chance, wenn er in der Unterzahl ist. Aber er hatte nur eine Handvoll Münzen in der Börse und einen Kupferring am Finger. Mehr nicht. Dieser Überfall hat uns mehr gekostet als eingebracht. Der Heiler hat mehr gekostet, als dieser Hurensohn bei sich hatte. Danach sagte Olaf, warum riskieren wir eigentlich unseren Hals bei Überfälle auf Reisende, wenn das Gold doch direkt unter unseren Füßen liegt? Vergraben mit den Toten. Eine Leiche kann sich nicht verteidigen, also riskieren wir auch keine Verletzung. Wir müssen nicht den ganzen Tag warten, bis endlich jemand vorbeikommt, denn da liegen schon Dutzende von Toten in ihren Gräbern. Warten auf uns. Jeder von ihnen markiert wie Gemüse auf dem Markt. Ich habe gründlich nachgedacht und finde, Olaf hat recht. Ab morgen, Friedhof, auf jeden Fall, besser. Finde die Truhe der Grabräuber. Moment, da liegen noch Schmuggelsachen. Oder schwimmen. Schwimmen passt besser. Unbewacht. Lederbänder und Pechdraht und da vorne ist ein... Moment, wenn da vorne ein Schiff ist... Scheiße, dann müssen wir doch kurz hin. Na gut, dann suchen wir halt noch ein Fragezeichen extra ab. Tut mir leid. Aber wenn da vorne ein Schiff ist, das heißt meistens, es ist friedlich. Beziehungsweise da sind nur gammelige Piraten. Mit denen komme ich klar. Solange es nicht diese komischen Morfuzis sind. So, was seid ihr? Scheiße, das sind doch die Mormixer. Okay, bin weg. Oder? Sie verfolgen mich nicht. Kann ich mal kurz hier rein... Scheiße, er kommt, er kommt. Ich wollte die Truhe auslooten. Vielleicht kriegen wir ja doch klein. Mein Level 15. Komm, das kriegen wir hin, Mann. Wir sind Meisterhexer. Oh, er flippt aus. Scheiß gefährlicher Gegner, aber... Ja, oh, scheiße. Wo ist Fleisch? Komm. Wir müssen nur einen töten. Oh, jawohl. Und er geht schwimmen. Hey, da ist eine... Cool. Ah, Geralt. Schwimm vielleicht... Oder tauch vielleicht in die richtige Richtung. Aha, Maribor Wald. Rezept ist Rezept. So, aha, noch eine Perle der Natur. Nochmal eine Truhe. Okay. Und Zeug.
Okay. So. Dann auf zum nächsten Fragezeichen. Kriegsbeute. Ha, bestimmt da hinten, wo der Gegner ist. Nee, doch. Doch nicht? Hat er sich verschwommen? Ertrunkener, du musst doch hier aufpassen. Kriegsbeute. Okay. Oh shit, vom Sauerstoff könnte es knapp werden. Oder? Wo müssen wir denn rein? Ich erschieß ihn. Peng! Scheiße, Mann. Flieh! Schwimm, Geralt. Ich komme mit dieser Armbrust echt nicht klar. Ah. Wo muss ich denn... Ich muss doch irgendwie ins Schiff rein, oder? Warte mal. Da ist er wieder. Oh! Ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn gekillt. Level 10er. Einfach mit einem gammeligen Armbrust-Dings. So, wo ist die Kriegsbeute? Ah. Doch im Schiff. So. Beast Absud und... Was? Untersuchen? Hallo? Ich kann es nicht untersuchen, aber es sieht aus wie unser Medaillon. Und das pulsiert auch leicht. Okay, auch wieder eine Sache für irgendwann mal. Okay. So, dann... Ah ja, wir müssen die Truhe finden. Genau, wir haben eine Quest. Strange. Also haben wir hier noch schön was zu erkunden. Das freut einen, ja. Backtracking. Hm. Und wenn wir dann zurückkommen, dann ist da wahrscheinlich eh nur Scheiße drin. Das wäre eher so typisch. Ah ja. Tote wehren sich nicht. Torte wehrt sich auch nicht. Jetzt habe ich Hunger. Nee, blöde Gedanken. Komm, Geralt! Suchen wir eine Truhe. Truhe? Da oben? Oh, welch Wunder! Noch mehr Gegner. Nö, Mann. Und Eier. War das hier eine Drohung? War ja gammelig. Hier ist gleich die Truhe, jawohl. Hey, komm, Geralt, Mann! Manuskripte, Vampiröl, Ultimatum. Das klingt nach einem geilen Waffenname. Ultimatum? Schade. Eine richtig scheiß Waffe. Hm. Gut, aber wir kriegen das Rezept für Vampiröl. Vielleicht mache ich mal irgendwas mit Rezepten. Also, wir wollten jetzt noch zu den drei Fragezeichen und zu dem da unten. Danach zu Kaira. Die wir nackt gesehen haben. So nenne ich sie jetzt einfach. Der Name ist passend. Oh, gib mir diese Hundspetersilie, Mann. Igni. Kuckuck. Banditen? Piraten? Wölfe? Nö, Wölfe mag ich nicht. Der Schatz ist hier irgendwo. Hey, nochmal ein Brief zum Lesen. Liebste Elke, ich danke den Göttern, dass die Narren an sie glauben. Zweimal haben wir nun schon unseren Nutzen daraus gezogen. Das erste Mal, als wir diesen Haufen Silber aus dem Tempel gestohlen haben, keiner hat was gesehen, denn wer wäre tapfer genug, den Zorn der Götter auf sich zu ziehen, indem er einen solch heiligen Ort entweiht? Und dann haben wir alles in Ruinen versteckt, die angeblich von den Elfengöttern verflucht sein sollten. Niemand wagt sich in ihre Nähe, nicht mal auf Sichtweite. Wir mussten die Sachen also nicht mal richtig verstecken, weil sie dort sicherer sind als bei der Vivaldi-Bank. Wir verbringen die Nacht im Wald und dann reite ich nach Novigrad und suche einen Käufer dafür. Wir werden reich, Ecke. Reich. Und vielleicht werfe ich dann auch etwas in den Teller, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, okay. Nee, Moment. Mit Göttern spielt man nicht. Dann tschüss. Wieder zu stark. Ach, leck mich doch. Obwohl, Level 15. Wenn wir uns gut anstellen, dann kriegen wir das hin.
So. Ich suche natürlich den falschen Eingang. Zwei Fragezeichen in derselben Ruine? Okay. Ich riskier's. Komm. Wo gibt's hin einen Eingang? Oh! Nachterscheinung. Ah, Moment, Moment, Moment. Ah, da ist was. Jürgen. Hier. Oh, scheiße, das wird heftig. Das wird echt heftig. Klar, die Erscheinung kommt halt bei ihm nicht. Ah, die ist tough. Nee. Ich mach zu wenig Schaden. Da habe ich keine Lust drauf. Und wir fallen einfach runter. Das machen wir dann auch irgendwann. So, und wo ist hier das Fragezeichen? Ort der Macht. Ort der Macht? Ich will den Ort der Macht. Hat sie irgendwie eine Höhle? Warte, wenn dann hier rechts. Sag nicht unterirdisch. Oh nö, unterirdisch. Gut, auf Tauchstation. Oder? Hä? Moment. Da ist ein Fragezeichen. Also, wo sind jetzt Gegner? Da hinten sind die Wölfe. Hier ist anscheinend der Ort der Macht. Oben kann er ja nicht sein, also muss er unten sein. Na toll, wo kommt man da denn rein? Hier? Hat es einen geheimen Eingang irgendwo? Nö, ich laufe im Kreis. Aber das Fragezeichen ist auch unten. Hey, ich will da hin. Ich will da doch nur hin. Gerald, geh nochmal planschen. Was für ein Bauchplatscher. Wo ist der Feind unter Wasser? Da hinten. Ich habe echt keine Ahnung, wie man hinkommt. Gut, egal. Letztes Fragezeichen. Ach nee, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, wir machen mit der Hauptquest weiter. Wanderung im Dunkeln. Das machen wir jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie man hier die Viecher bekämpft. Aber beziehungsweise ich habe Ahnung, aber ich habe keine Geduld, wie man das Vieh da bekämpft. Noch nicht. Das ist zu gefährlich. So, Kaira, Kira. 150 Schritt bis noch entfernt. Ich habe dich ein bisschen warten lassen. Tut mir leid. Aber gleich bin ich ja da. Noch 70 Schritte. Ist es das? Wird sie mir angezeigt? Erstmal die Truhe. Ist natürlich. Oh. Verbessertes Insektoidenöl. Ja, da steht sie. Gut, aber ich würde sagen, mit ihr sprechen tun wir dann im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.